Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Unser nächstes Attentat steht an. Wir müssen Jabair, oder wie der Mann heißt. Wie heißt er? Komm. Jabair al-Hakim. Ich nenne ihn aber einfach nur Jabair. Er verbrennt sämtliche Schriften hier in Damaskus. Beziehungsweise in dem Viertel hier von Damaskus. Und dem müssen wir ein Ende bereiten. Weil das dann auch wieder so... Nächste Fahne. Weil ich sag mal so, das geht ja nicht, ne? Einfach so hier irgendwelche Schriften verbrennen, du, das... Nur im Endeffekt dem anderen Wissen zu sagen, es existiert nicht, etc. Ach, hallo, ihr schon wieder. Finde ich gut. Gucken wir, die uns hinführen. Ich hoffe mal, dass das hier unser Ticket rein ist. Andernfalls müssen wir hier an der Seite hochklettern. Aber wir gucken jetzt erstmal, wo diese Manneken uns hinführen. Ja, da ist schon wieder ein Krug zu Bruch gegangen. Wenn die jetzt aber geradeaus weitergehen, dann kann ich hier auch wieder kann ich wieder austreten und das da über die Seite probieren. Ah nein. Sie gehen schon den rechten Weg ein. Auch wenn das hier echt eine kleine Geduldsprobe ist. Die Karawane. Wer bist du denn? Verschwinde! Du gehörst nicht zu den coolen weißen Männern mit den weißen Umhängen. Boah, das klang irgendwie falsch. Egal. Nehmt es nicht ernst. An der Seite? Kann man da reingehen? Ja, kann man. Ja, nee, kann man nicht. Ja, super. Er trägt goldene Gewänder. Da müssen wir gleich mal ein bisschen drauf achten. Schräg gehen, Leute. Schräg. Okay. Wo geht ihr? Ach komm. Komm, Leute, fickt euch. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber die bringen mir so gut wie gar nichts. Okay. Ich kann hier nicht raus. Dann muss ja jetzt hier auch was passieren. Ah, hier kann man her. Okay. Gut, da ist er. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen?
Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Natürlich macht er das alles fürs Gemeinwohl. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Er hier sieht zwar genauso aus wie jeder andere, aber trotzdem. Ja. Und ich nehme an, jetzt dürfen wir die ganzen Ziele hier auskundschaften. Bei welchem von den ganzen er? Bei welchem von den ganzen er irgendwo dabei ist. Wir fangen mal da an. Das machen wir auch mit dem Adlerauge. Versuchen es mit dem Adlerauge. Lauf doch. Oh, lass mich in Ruhe. Was ist bei denen? Ja, ist klar, ficken. Wir gehen zum nächsten. Ich werde erst gucken, ob man hier irgendwo den Kerl findet. Jeder kann mit Tinte auf Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht und dieser Einfluss müssen kontrolliert werden. Gehen wir mal zu dem. Lass mich in Ruhe, du Pisskopf. Pisskopf! Ja, komm. Werden wir halt diese ganzen Feuerstübchen auseinanderschlagen. Jetzt weiß man ja nur nicht, ist er das oder ist er das nicht? Nee, er wird's nicht sein. Dann holen wir uns jetzt halt hier den nächsten. Schlachten wir sämtliche Feuerstübchen hier ab. Irgendwann werden wir ihn finden. Ich werde helfen, so gut ich kann, man nicht nur so einig haben. Ja, diese Schratten und gutes Volk von Damaskus. Ihr tut das Rechte. Lasst uns die Stadt von auf Ehren müssen das Licht erkennen.
Da ist er. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. What the fuck? Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. So. Los, Partisanen, helft mir, Kinder Gottes. Fuck. Lauf! Hoch, hoch! Maradona! Boah, du cleveren Ja, geil. Geil. Boah, richtig gut. So eine schlechte Kletter-KI. Jesus. Natürlich. Nice. Was ich sagen wollte. Erstmal, ich hasse die Kletter-KI hier teilweise. Teilweise, nicht komplett. Und was ich noch sagen wollte. Es sind natürlich alles böse Leute, in Anführungszeichen, die wir hier töten. Wie Frau Stillman, also Lucy, das schon zu Desmond gesagt hat. Sie verfolgen die richtigen Sachen, aber mit den falschen Methoden. Aber gut. Wieder einer weniger. Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Naja. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wie ich gesagt habe, es sind zwar wirklich böse Leute, aber trotzdem hat auch unser Meister nicht mit offenen Karten gespielt, aber da kommen wir noch zu einem gewissen anderen Punkt zu. Jetzt erstmal zurück nach Masyaf. Reden wir mit dem Alten. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Hör auf, mich Kind zu nennen. Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt, und ich werde antworten. Warum diese Männer?
Jubair und Siebrand. Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist, und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Ich sag's mal so. Die Taten, die wir machen, sind zwar in dem Sinne richtig. Ne? Also das stimmt schon, was der Mann sagt. Aber... Oh, neues Schwert oder... Kurzschwertmeister. Gut. Allerdings das... Ich sag mal so, dieser Mann... ja gut, jetzt ist er nicht mehr hier. Al-Mualim ist selber auch nicht ohne Schuld. Aber das kommt noch. Ja, wir sind fertig an dieser Stelle mit diesem Attentat und auch mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's nach Akkon zu unserem letzten Bauernopfer sozusagen, bis es dann endlich zum Endgegner in Anführungszeichen geht. Ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Let's Play Assassin's Creed. Tschüss!